Ah ja, da ist das neue Luftschiff, der Super Zeppelin. Und das ist das Ende der Entwicklung. Jetzt der nächste Zeppelin ist, ja, dasselbe Ding wieder. Da können wir die Wissenschaftler eigentlich in die Tonne packen. Ab, brauchen wir nicht mehr. So. Und ich würde sagen, dann die nächsten drei Schiffe, die kommen, die ersetzen dann unsere jetzige Flotte. Und ich weiß jetzt gar nicht, geht das jetzt automatisch mit der Fluglinie, dass dann die neuen Schiffe reinkommen? Müssen wir gucken. Ich glaube, die werden sogar automatisch abgegradet. Na, 11.000. 74% Kapazitäten Use. Gehen wir zurück auf 250. Luftschiff, gut, gut, gut. Du bist in Kairo, ab nach Berlin. Zeppelin. Ja. Du fährst zurück ohne Gas und Ding so, ist nicht möglich. Und Ding so. Und Ding so. Ja, nie ist klar, Herr Wehofner. Was reden Sie heutzutage wieder? Sie reden Blödsinn. Very good. Ich glaube, da ist. Nee, da ist es nicht ausgelaufen. Dann habe ich das schon wieder gefixt. Alles klar. Ich rede gerade vom Werbevertrag, falls einer wissen möchte, von was ich da gerade am Quatschen bin. So 200 Stück kann der nehmen. Ich glaube, dann das Riesenschiff kann, glaube ich, 400 Mann aufnehmen. Wenn ich mich jetzt nicht täusche. Einmal rundherum fliegen, bitte. Very good. Rund um den Sturm, bitte. Na, Sturm sage ich immer. Gewittersturm. Ah, ihr wisst schon, was ich meine. Ja, das sind immer diese englischen und die deutschen Wörter, die kollidieren immer. Die sind dann immer, werden gleich geschrieben, fast gleich ausgesprochen und haben aber eine ganz andere Bedeutung. Obwohl, das heißt ja eigentlich Sturm. Nicht Sturm, ja. Um den Gewittersturm rumfliegen. Tun wir, machen, machen. Oh, 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 oh. Und es geht wieder Richtung Abenteuerflug. Über den großen Teich. Wie wir es hier gewohnt sind. Schön. Ah, ja. Oh, wow. Okay, also das lassen wir jetzt mal so. 85.000. Geht doch. Geht doch. Geht doch. Geht doch. In meinen Augen zumindest. Weiß ja nicht, wie es ihr seht. Ja, Ship fly, fly, fly to the moon. Nein, fly to the moon doch nicht. Das ist ja ein Luftschiff. Und kein Raumschiff. Jawohl, Sir. Da stimmt er wieder zu, der Kleine. Mein kleiner, schnuckeliger Captain. So. Wir befinden uns erst im Jahre 1905. Ja, without gas or fuel impossible. Ohne Gas und Treibstoff unmöglich. Kein Problem. Dann machst du ein Segelflugzeug draus. Tschüss. Aber okay. Das Ding ist dann so leicht mit Helium und so. Ein Windstoß und das Zeppelinchen fliegt dann überall hin und nicht dahin, wo es hin sollte. Dann ist es noch ein großer Ballon, der außer Kontrolle geraten ist. So ein Phänomen gab es ja auch schon mal in Amerika, glaube ich. Da stand dann auch so ein Luftschiff irgendwie Kopf oder so. Gibt es auch ein schönes Bild von. Ich weiß aber jetzt nicht, welches Luftschiff das nochmal war. So genau kenne ich mich mit der Geschichte der Luftfahrt nicht aus. Aber war ein lustiges Bild. Ich habe mir, wo ich das Spiel Zeppelin damals, also letztes Jahr wieder zum ersten Mal gespielt hatte, nochmal neu, habe ich mir so ein bisschen mal die Geschichte der Luftfahrt angeguckt. Ach, ja, doch, Luftfahrt angeguckt. Insbesondere der Zeppeline.
Und ja, da war dann halt ein schönes Bild von so einem amerikanischen Zeppelin gewesen, der dann irgendwie komisch an diese Andockvorrichtung hing. Ah, ein amerikanischer Privat... Eine Privatkompanie ist interessiert an Zeppeline. Komm, sag mal, wo? Ich will Geld haben. Obwohl, ah, seht ihr, 10 Millionen? Die Linie bringt uns jetzt langsam Geld ein. Registertender, wohin denn eigentlich? In den nächsten Wochen? Sag mal, wo? In New Orleans. Scheiße, 3 Wochen. Habe ich gerade mal Zeppelin da, der in Berlin parkt und gut. Okay. Ich bin dafür, dass wir diesen kleinen Mann hier nach New Orleans fliegen. Nee, nicht Berlin heute mal. New Orleans. Das ist momentan ein Kompromiss, weil... muss auch wieder reparieren. Weil die müssen... Okay, Depot wieder auffüllen. Die müssen nämlich repariert werden, die anderen beiden. Eine Woche in Dock, alles klar. Du verlässt das Raumdock. Oh ja, hoha, ja, okay. Also das Raumdock verlässt den mir nicht mehr. Also ich werde jetzt. Okay, damit haben wir 2 Zeppelin auf Halde. Das ist doof. Okay, dann müssen wir jetzt gleich ein Interview. Achso, ein Interview wieder mit irgendeiner Zeitung. Ah, genau, mit dem arabischen Flugmagazin. Bringt uns. Was bringt's uns denn ein? Ah, 3000. Besser als nichts, sag ich mir immer. So, City. Yes. Können wir irgendwelche Frachten... Nee, Mexiko... Nein, ich will wieder nach Hause. Weil der Zeppelin braucht nämlich... Reparatur! Und ich bin dafür, dass wir jetzt erstmal nach New York fliegen. Ach, fahren! Immerhin, noch 44 Stück. Zeppelin 2, der kann wieder. Sehr gut. Der... fährt dann wieder nach New Delhi, okay. Dann darf die W-Hofner 2 wieder ran. Ab ins Dock mit dir, du. Du super Schiff. Naja, noch nicht so super Schiff. Das super Schiff kommt ja erst noch. Gucken. 79. Ja, da schwankt jetzt immer. Lassen wir mal so, bin ich dafür. Warum fliegt er jetzt nach New Mexico? Fuck, ich wollte doch eigentlich nach New York. Ja, okay, also jetzt passt Monkey Island. Ich mache gerade einen Affentanz. Uga Uga mache ich gerade hier geistig. Notification from the Way of New Works. Das ist geil. Jetzt können wir nämlich ein unserer Schiffe verschrotten. Ja. Ich bin nämlich dafür, dass wir dann die Executor austauschen. Auf nach Berlin. Oh Mann, bei dem Lied gehe ich mal ab. Verdammt, warum bist du denn nach Dings geflogen? Okay, das wird jetzt spaßig werden mit dem kleinen Zeppelinchen hier. Nach New York solltest du doch fliegen. Na gut. So kriegen wir wieder 100.
80? Naja, okay, das wird sich jetzt mal so einpendeln da hinten. Ich bin dafür, oder? Ne, genau, wir ersetzen dann dieses Schiffchen hier. Dann brauche ich es nachher nicht mehr zu reparieren. Ja, alles satisfactionary. Nix gut, nix gut, nix gut, nix gut, nix gut. Nix sich gut. Was mache ich wieder? Okay, Executor. Wie sieht's mit der Reparatur? Also, ich bin dafür, dass wir das andere Ding gar nicht mehr reparieren. Hot. Ein heißer Tipp. Von einem Freund. Bringt uns to place. Ach so, wieder Pferderennen hier. You pocket 5000 Pounds? Mal gucken, jetzt muss ich mal eben gucken. Oh, haben wir gekriegt. Sehr gut. Letztes Mal hatten wir das Pferderennen verloren. Jetzt haben wir die Wette gewonnen. Das ist gut. Okay, fliegen. Ohne Gas und so weiter. Impossible. Finde ich auch. Komm. Lass mal die nach Berlin fliegen. Ne, erst nach London. Bin ich jetzt dafür. So. Fahren Sie mal nach London, Herr General. Ich mache jetzt wieder Städtespringen, weil London ist früher da. Very good. Da reparieren wir nicht, die lassen wir weiterlaufen. Und dieses Dingen wird erstmal getankt. Fährt nach New York. Und ich hoffe, dass sich unsere beiden Zeppelin dann gegenseitig nicht abschießen. Jetzt kommt der Sturm auch noch hier wieder. Der Gewittersturm. Das wird spannend. Das wird echt spannend. Oh, noch einer. Ja, jetzt wollte er mein Zeppelin aber hier erst richtig außer Gefecht setzen. Under Repair. Need Repair. Ja. Also den verschrotten wir gleich erst recht. Das lohnt sich nicht, das Ding einen Monat in der Reparatur reinzuschicken, in der Werft. Damit wird die Zeppelin dann gleich durch einen Super... Ich wollte schon gerade sagen, durch einen Supersternzerstörer ersetzt. Ja, es kommt davon, wenn man... ich habe letztens ja Slits Show zu Battle of Yavin gemacht, deswegen bin ich da noch drin. The Steerable... Was? Ach so, der steuerbare Ballon. Italy 1... macht ein 35 Minuten eine 35 Minuten Jungfernfahrt, alles klar. Ja, Jungfernflug. Aber Jungfernfahrt, die fahren doch. Ich bleib bei Jungfernfahrt. Auch Ballons fahren nämlich. Ich habe noch nie einen Ballonflieger gesehen, immer nur Ballonfahrer. Aber ist ja egal. Ja, okay. Zwei Schiffe will er haben. The Pair Zeppelin of a From Way of Now. Und da mache ich wirklich mal das Niedrigste, aber das wisst ihr ja schon. Ach, das ist im Auto. Das ist gut. Das ist gut. Ab. Ja. Ah, Flying Competition. Yes. Gut, dann muss ich wieder mal meinen Höhenrekord hier wieder brechen. So, ich bin jetzt dafür. Und dann, wenn wir oben sind... Ach, der Gegner hat noch den ersten Zeppelin. Wow, da könnt ihr mal sehen, wie schnell wir entwickelt haben. So, ich bin jetzt dafür, dass wir mit der LZ-8 so hoch wie möglich steigen. Ja, nicht so hoch. Jetzt muss ich gucken. Dass wir vielleicht hier hinkommen mit dem Pressure. Und dass wir dann... Obwohl, Höhenrekord brauchen wir gar nicht. Haben wir schon aufgestellt wie ein Höhenrekord. Bleiben wir. Und jetzt volle Pulle mit den Antrieben.